YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder zu einem Full Day of Eating, What I Eat in a Day, wie auch immer man es nennen will. Und ich möchte euch heute schnelle und einfache Rezepte zeigen, die euch gesund und proteinreich durch den Tag bringen. Ich fange heute mit dem Prozess Protein Müsli an. Das Müsli habt ihr ja schon ein paar Mal bei mir gesehen und es ist einfach eine sehr bequeme Art und Weise, schon früh sein Protein reinzubekommen. Geht super schnell, eigentlich muss man es ja nur in eine Schüssel tun. Ich habe jetzt dazu noch Banane geschnitten und Zimt drauf gemacht. Und Leute, ich mache jetzt Dinkelmilch da rein. Ich hatte nämlich keine Haferflocken mehr und hatte aber noch Dinkelflocken und habe das ausprobiert und es funktioniert, genauso wie mit Haferflocken. Ich habe es auch gestern schon probiert. Sehr, sehr lecker. Und perfekt fürs Müsli. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, entweder in meinem vorletzten Full Day of Eating gucken oder auf meinem Food Instagram namens Reginas Food Stories. Da findet ihr den Beitrag schnell, weil da gibt es noch nicht so viele Beiträge und könnt euch dann selbst Hafer oder auch Dinkelmilch machen. Ja Leute, das ist eine Menge Zimt, aber ich liebe Zimt und in der Kombi ist das einfach nur mega. Nick und ich haben gerade das Thumbnail fürs Kaffee-Challenge-Video aufgenommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Der Link ist in der Beschreibung. Und Nick arbeitet hier gerade noch für Coop. Und ich mache mir jetzt mein zweites Meal. Übrigens wird dieser Raum hier morgen gestrichen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin sehr gespannt. Also es bleibt weiß, aber halt einfach, dass die ganzen Löcher und so auch weg sind. Also auch gespachtelt. Und wenn wir irgendwann mehr Zeug hier drin haben, halt es wahrscheinlich auch nicht mehr so. Aber jetzt erstmal Oatmeal. Das Oatmeal ist nicht 100% ein richtiges Oatmeal, weil das hier kein Hafer ist, sondern die Reste, die übrig geblieben sind, als ich meine Dinkelmilch gemacht habe. Das heißt ja, Dinkelmus kann man es vielleicht nennen. Aber auch wenn ich Hafermilch mache, verwende ich das Hafermus immer für ein Oatmeal und tue da aber ganz normal jetzt wie immer Proteinpulver rein und Acai. Wenn ihr mich unterstützen und 10% sparen wollt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mit meinem Code Regina bei Prozess bestellt. Die Sachen da sind wirklich mega. Ich liebe die Auswahl, weil es da auch mega viel fancy Zeug gibt, wie eben Acai-Pulver und Spirulina und so Kram. Und übrigens bin ich ja eigentlich nicht so der Shakes-Trinker. Aber ich habe irgendwie vor 2 Tagen mal einen Shake getrunken, relativ stark verdünnt, mit diesem Proteinpulver hier. Und ich fand es irgendwie ultra gut und das war wie so eine Erleuchtung. Wow, jetzt komme ich doch leicht auf mein Protein. Obwohl das ja halt schon lange klar ist, aber irgendwie für mich war das, keine Ahnung. Momentan mag ich es und trinke es auch relativ häufig. Hier sind jetzt ungefähr 30 Gramm von dem Proteinpulver drin. Ein halber Esslöffel Acai-Pulver und eben das Dinkelmus, das ich euch gezeigt habe. Ein bisschen Wasser und das Ganze lasse ich jetzt hier im Topf einfach warm werden. Und dann die Toppings. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, let me down slowly. Down, let me down, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. And I can't stop myself from falling. Wie ihr wisst, ernähre ich mich überwiegend plant-based.
Ich mache noch Ausnahmen, habe ich euch auch gesagt. Aber ich esse schon größtenteils pflanzlich. Es gibt natürlich vieles, worauf man achten sollte, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und ich wollte eine Sache heute ansprechen, nämlich das beliebte Thema Protein. Wenn man sich auf eine pflanzliche Ernährung umstellt, ist es natürlich erstmal, ja, schon schwieriger, sein Protein reinzubekommen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wenn man viel Fleisch und Käse isst und generell Milchprodukte, dann kommt man relativ leicht auf seinen Proteinbedarf. Bei pflanzlicher Ernährung, ja, fällt das einfach weg. Nach und nach lernt man, welche pflanzlichen Produkte Protein enthalten. Und irgendwann fällt einem das dann natürlich auch nicht mehr schwer, weil man dann neue Gewohnheiten hat, ein neues Essensrepertoire, nenne ich es jetzt mal Lebensmittelrepertoire. Und so dann eben auch als zum Beispiel Veganer gut auf seinen Eiweißbedarf kommt. Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal, dass man überhaupt weiß, dass Proteine sehr, sehr wichtig für uns sind und bei jeder Ernährungsform darauf achten sollte, dass man genügend Proteine isst. Bei der pflanzlichen Ernährungsweise kommt allerdings eine Schwierigkeit dazu. Und zwar geht es um das Aminosäureprofil. Aminosäuren sind die Bausteine des Proteins und wichtig für uns ist die sogenannten 8 essentiellen Aminosäuren, die unser Körper eben nicht selbst herstellen kann. Das heißt, wir müssen sie uns über die Nahrung zuführen. Wo ist hier das Problem bei der pflanzlichen Ernährung? Pflanzliche Quellen haben oft kein vollständiges Aminosäureprofil. Irgendeine der essentiellen Aminosäuren fehlt also und das kann eben zu Mangelerscheinungen führen. Was ist die Lösung dafür? Man kombiniert einfach verschiedene Lebensmittel. Und es gibt auch eine Faustregel, mit der man immer ziemlich gut fährt, und zwar bei einer Mahlzeit folgende 3 Komponenten zu kombinieren. Getreide, Reis, Pseudogetreide, also beispielsweise Nudeln, Quinoa, alles was euch da so einfällt. Dann zweitens Hülsenfrüchte, wie eben Linsen, Bohnen und so weiter. Und als drittes Samen und Nüsse. Hanfsamen, Erdnüsse, was auch immer. Dadurch, dass wir ein Aminosäurepool besitzen, das heißt die Aminosäuren, die gerade nicht gebraucht werden, sind quasi in einem Pool und werden dann geholt, wenn sie gebraucht werden, so ungefähr. Also es ist natürlich komplexer als das, aber um es mal einfach runterzubrechen, ist es ungefähr so, kann man sich das ungefähr so vorstellen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ihr nicht bei jeder Mahlzeit diese 3 Komponenten habt und nicht immer ein vollständiges Aminosäureprofil habt. Es ist eher wichtig, dass man es zumindest am Tag so ungefähr reinbekommt. So, mit der Faustregel ist es schon mal ganz gut. Und was es auch noch einfacher macht, ist tatsächlich veganes Proteinpulver, das meistens ein vollständiges Aminosäureprofil enthält. Beispielsweise das, was ich habe. Und da auf diese Zutaten könnt ihr auch immer gucken, um dann ungefähr abzuschätzen. Und die meisten bestehen auch daraus, ist Erbsenprotein, Hanfprotein und Reisprotein. Wenn diese 3 Komponenten drin sind, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und so kann man sich das Leben einfacher machen. Was ich noch zusätzlich mache, ist, ich supplementiere Lysin. Also ich habe einfach Lysinpulver, wovon ich immer so einen Miniscoop einfach am Tag nehme, um da auf der sicheren Seite zu sein, weil Lysin oft das ist, was ja am ehesten zu kurz kommt und dann kann man sich so einfach helfen. Darüber wollte ich einfach kurz sprechen, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen und für mich gibt es jetzt meinen, ja, Zwischensnack. Zeige ich euch ein Gericht, das eben das genannte Aminosäureprofil so ziemlich vollständig enthält. Und zwar machen wir eine Linsen-Tomatensauce mit Pasta. Für mich ist das keine Linsen-Bolognese, weil ich bei einer Linsen-Bolognese, die mache ich zum einen ganz anders und zum anderen brauche ich da schon zumindest Soja gehacktes. Wir brauchen dafür Zwiebeln und Knoblauch, Pasta natürlich, Tomatenmark, 2 Tomaten, gehackte Tomaten, Linsen, Kräuter eurer Wahl. Also ich liebe bei dieser Soße besonders Basilikum und Thymian. Ich habe was vergessen. Thymian, Basilikum und Oregano, mein Lieblingskräuter. Olivenöl zum Anbraten, Balsamico-Essig zum Ablöschen und was wir oben drauf machen ist ja so eine Art ganz simples veganes Cashew-Parmesan. Dafür habe ich hier Hefeflocken und zerstampfe ein paar Cashews da rein und dann haben wir es schon. Also geht alles auch sehr, sehr einfach und
Ja, auch ziemlich schnell für ein Abendessen, wie ich finde. Und wir fangen jetzt direkt an. So Sachen wie Reis und Linsen wasche ich immer, um eben die Reste, die bei der Produktion vielleicht noch dran haften, einfach abzubekommen und da kein Risiko einzugehen. Erster Schritt: Zwiebeln und Knoblauch im Olivenöl anbraten. So reicht auch schon. Denn jetzt kommen Gewürze und Tomatenmark dazu. Davon lieber zu viel als zu wenig. Selbes gilt für Kräuter. Jetzt löschen wir das Ganze mit Balsamico-Essig ab. Linsen mit rein. Kurz nochmal weiter braten. Jetzt kommen die passierten Tomaten dazu. Bisschen Wasser. So noch ein bisschen mehr, weil vieles ja auch noch verdampft. Und die Linsen müssen noch kochen. Die Tomaten können auch schon rein. Und in der Zwischenzeit machen wir unseren Cashew-Parmesan. Nein! Mhm. Die Linsen brauchen noch einen Moment und wir haben noch nicht gesalzen. Das können wir jetzt auch tun. In unserem Himalaya-Salz, Meersalzstreuer. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen, damit die Linsen auch weicher werden. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Genau, und wir wollten... Ich habe den Parmesan übrigens hier weiter gestampft, weil mir das irgendwie zu kompliziert war. Wir salzen das ein bisschen. Und fertig ist unser Cashew-Parmesan. Milo, dich haben wir heute noch gar nicht gesehen. Hallo. Hallo. Ja, gut, jetzt haben alle ihre Daily Dose auf Milo. Ich freue mich so sehr auf dieses Abendessen. Und ihr seht, Getreide in Form von Nudeln, Weizen eben, Linsen, unsere Hülsenfrüchte und Nüsse in Form von Cashews. Also haben wir unser Aminosäureprofil höchstwahrscheinlich ganz gut abgedeckt. Ah, es riecht so lecker. Und ich habe jetzt richtig Bock auf dieses Essen, Leute. Und verabschiede mich hiermit. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, unterstützt mich gerne mit einem Like oder einem Kommentar oder beidem und abonniert meinen Kanal und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. She's